Hallo, und heute haben wir wieder ein neues Video, und zwar die APS oder Hakotsu Thunder Bee CO2 Granaten. Diese Granaten, das ist also mal hier das Starter Set. Das Starter Set besteht eben aus diesen drei Granaten: die Sound Flash, eine gewöhnliche Splittergranate und diese relativ sehr schöne Smoke oder Flash Granate, wie man es jetzt auch bezeichnen will. Hier diese Kappen werden abgeschraubt und die darf man nicht wegschmeißen. Die Kappen, die sollte man auf jeden Fall behalten. Und das werde ich nachher nochmal zeigen, genau wieso. Das Ganze geht auch für das untere natürlich. Also das ist, was im Starterpaket drin ist, und was natürlich im Starterpaket auch noch dabei ist, ist das gesamte CO2 Kit, was sich hier in diesem Paket drin ist, was in diesem ganzen Paket jetzt hier drin ist. Das machen wir jetzt mal auf und schauen es uns mal an. Hier haben wir die CO2-Kammer. Das ist das Unterende, das man eben aufschraubt, um die CO2-Kapsel einzufügen. Hier oben sieht man eine Gummidichtung, eine schwarze Gummidichtung. Das ist sehr wichtig, das dürfen wir nicht verlieren. Dann hier in dem Beutel hier haben wir einen Metallring oder O-Ring und zwei Stifte, einen zum Ersatz, falls einer der Stifte verloren gehen sollte. Und im letzten Beutel befindet sich der gesamte Mechanismus. Hier ist eine kleine Gummikappe. Die ziehen wir einfach ab. Jetzt haben wir den ganzen Mechanismus mit rausgezogen. Kein Drama. Er ist ganz fest drauf. Okay. Also hier haben wir im Grunde den gesamten Feuermechanismus. Der fällt hier einfach raus, es ist kein Drama, das passiert. Diese Gummidichtung reguliert den Ausstoß vom CO2. Diese Nadel hier durchschlägt die CO2-Kapsel. Und das hier, dieser Zylinder hier, ist im Grunde der Hammer, der dann runterschlägt. Und also der runter auf den geschlagen wird und der dann die Nadel in die CO2-Kapsel hineinstößt. Hier bei der Kappe können wir hier dieses Zwischenteil abschrauben. Dann kommen wir hier an das Ganze ran. Hier kommt eben der Feuermechanismus mehr oder weniger rein. Hier ist das ein Innengewinde, wo dann eben die Flaschen oder die Shells aufgeschraubt werden. Wir lassen das Ganze jetzt einfach eben hier wieder reinfallen, nehmen die Kappe und die Kappe und schrauben sie eben wieder rauf. Okay. Jetzt sehen wir, dass das Ganze eben gepolstert ist, also gefedert ist, und dem auf die Weise die CO2-Kapsel schlagen kann. Dieser Metallring hier kann, also sollte hier rein platziert werden. Ups. Da der verhindert, dass die Dichtung zu sehr abgenutzt und dann zu sehr abgenutzt wird und dann bricht oder kaputt geht. Danach schrauben wir, das ist jetzt hier die Gummidichtung, die bewegt sich aber. Die wird nach innen gedrückt. Die dichtet die CO2-Kapsel auch nochmal ein wenig ab, wodurch man nochmal eine Sekunde gewinnt, bevor das Ganze explodiert. Also wir
Also sorry nochmal für den Cut, jetzt habe ich nochmal das Ganze richtig eingebaut mit dem Metall, also mit dem Metallring oder dem O-Ring, der jetzt eben da im Inneren sitzt. Ich hoffe, man kann das jetzt da, ja, da sieht man es eben, die Reflexion davon. Jetzt kann ich eben diese CO2-Zwischeneinheit einfach aufschrauben. Immer schön festmachen. Dann würde jetzt eben die CO2-Kapsel reinkommen. Eine 12 Gramm CO2-Kapsel und dann einfach das andere Ende auch wieder zumachen und dann hätten wir das Ganze sozusagen schon mal geladen. Aber es ist noch nicht ganz bereit. Jetzt bräuchten wir eben diese Shell, die würden wir überziehen. Dann einfach das Ganze fest verdrehen. Dann haben wir hier, das ist der Hammer, der den Feuermechanismus schlägt, der dann die CO2-Kapsel ansticht. Um den anzuschlagen, brauchen wir jetzt hier, ich nehme einfach immer so mal den Stift hier. Das hier ist eine kleine Öffnung, also ein kleines Loch, da kann man eben mit dem Stift rein. Dann ziehe ich ihn nach hinten. Ganz nach hinten anziehen. Wir haben hier an der Seite ein Loch, da gehen wir nun mit dem Stift rein und fahren ihn durch. Jetzt ist er an der Position gehalten. Jetzt nehmen wir den Hebel, drücken ihn nach hinten, ziehen das Ganze an, ziehen den Stift wieder raus und jetzt schieben wir den Stift hier in das obere Loch rein und das Ganze komplett durch. Das geht schon. Gut. Und damit haben wir das Ganze jetzt feuerbereit. Dadurch, dass der Hebel, also der Hammer, den Hebel jetzt hinten haltet, wenn ich jetzt den Stift, der Stift wird jetzt übrigens nicht rausfallen. Der ist jetzt schön, der wird schön durch Spannung gehalten. Wenn ich jetzt aber den Hebel drücke kurz, oh, das ist ein bisschen ein festeres Modell wie das andere von mir, dann sollte er eigentlich ganz leicht rausfallen oder ganz leicht rausgezogen werden. Dadurch, dass ich jetzt den Hebel hier halte, halte ich auch den Hammer. Das ist ein recht durchdachtes System hier, weil diese zwei kleinen Sporne hier halten den Hammer noch fest. Und wenn ich ihn jetzt loslasse, schlagt er eben auf den Feuermechanismus, der die CO2-Kapsel ansticht. Und dann sollte das Ganze innerhalb von 2 bis 3 Sekunden hochgehen. Man kann die Kammer hier von der Shell mit Bibis füllen, aber auch mit Wasser oder mit Mehl, damit das Ganze nochmal ein bisschen kleinen Effekt kriegt. Ich werde das Ganze dann im Test mit Mehl und Bibis füllen. Ein wenig Mehl und ein wenig Bibis. Und dann werden wir uns das Ganze mal dann anschauen, aber das kommt am Ende des Videos. Das ist also das Starter-Set, was alles drin ist. Ist es aber nicht das ganz einzige Set, das es gibt. Es gibt auch das große eigentliche Set. Und das ist das hier. Hier bekommt man eben es gibt verschiedene Modelle von der APS, von den Granaten her. Da kriegt man aber eben dieses hier mit den Orangenkappen, die man auch wieder eben abschrauben kann. Und ich zeige jetzt auch, wieso man die nicht wegwerfen sollte. Diese Granaten nämlich haben nur die Shell, also diese Teile hier, diese Kappen sind nicht dabei. Das heißt, jedes Mal, wenn man die benutzt, muss man diese Kappen wieder aufsammeln und dann auf die nächste aufschrauben. Es ist nicht zwingend notwendig, sie zu behalten, aber wenn man den Look behalten will, dann braucht man diese. Es gibt sie eben in diesem Orange und in diesem Grau. Ein graues und oranges sind in diesen großen Packs immer dabei, wo übrigens 12 Stück drin sind. Ansonsten ist keines mehr dabei. Also wenn man diese zwei hier verliert, das Orange und das Graue, dann war's das. Die sind dann weg. Da sind dann eben 12 solche Shells drin, eine kleine Bedienungsanleitung. Und eben wieder der gesamte Feuermechanismus mit der CO2 Cartridge. Und hier bei diesem Modell hier eben, wenn ich hier eben der Stift auch wieder ist sehr gesichert, aber wenn ich jetzt hier den Hebel drücke, dann fällt er sofort raus.
Und wenn ich ihn jetzt loslasse, dann schlägt eben der Hammer auf den Mechanismus, der dann eben die CO2-Cartridge ansticht. Und das Ganze explodiert und das Ganze entzündet dann, woraufhin dann hier ein, also für gewöhnlich hier an dem Verschweißungspunkt vom Plastik, das Ganze dann aufspreizt und aufplatzt. Und da wird dann eben, wenn Babys oder Mehl drin sein sollten in der Kammer, würden sie hier dann eben rauskommen. Das Ganze explodiert nicht wirklich, sondern es reißt mehr oder weniger eigentlich auf, macht einen sehr lauten Knall, anscheinend über 130 Dezibel, also man kann es auf jeden Fall hören. Und das Ganze ist sehr interessant, meiner Meinung nach ist es auch vom Vergleich zur Tornado-Granate meiner Meinung nach ein besseres Design, allein schon vom Look und von der Funktionalität her. Aber das Ganze können wir natürlich auch direkt vergleichen, da ich die Thunder-Granate natürlich auch besitze. Das ist jetzt die Timer und man sieht halt eben, die APS ist fast, das hier das gesamte obere Ende fast nochmal ein bisschen eben breiter natürlich, aber nicht zwingendermaßen größer, da hier die Thunder aufhört und hier die APS eben aufhört. Vom Durchmesser her eigentlich nahezu identisch. Sehr schön das Ganze, aber ich würde die APS der Thunder bevorzugen. Vielleicht die Thunder, das Interessante an der Thunder ist halt eben, dass sie mit BBs funktioniert und dass sie eben einen 360 Grad Radius hat durch den Eject-Mechanismus. Aber ich habe mit den Tornados keine gute Erfahrung gemacht, leider. Und da erwarte ich mir von den APS ein bisschen mehr, einfach auch schon, weil sie eben um einiges authentischer aussehen wie die Tornados. Also hier haben wir jetzt die Thunder B Testgranate gefüllt mit Mehl und BBs. Kannst jetzt schmeißen. Also hier haben wir die verwendete Soundflash-Hülle. Wie man sieht, ist sie hier eben aufgerissen am oberen Bereich. Hat es fast die halbe Schale abgenommen. Und man sieht halt eben noch hier die CO2-Kapsel, die eben angestochen worden ist von der Nadel. Und es ist eben noch das Mehl drin. Und wie ihr davor im Video eben gesehen habt, das Mehl ist wirklich rausgekommen mit ein paar der BBs, aber ein Großteil ist eben doch in der Kapsel geblieben, weil eben nur hier dieser Riss hier entsteht. Und da kann halt eben nicht so viel entweichen, wie man da reintut. Also lieber ein bisschen weniger reintun, weil das meiste wird eh nicht rauskommen. Also wenn man das Ding voll mit BBs füllen würde, würde vielleicht gerade mal ein Zehntel davon wirklich rauskommen. Obwohl, wenn man es vielleicht voll macht, könnte vielleicht wirklich alles rauskommen wegen dem Unterdruck, der entsteht. Es könnte aber auch sein, dass es viel früher hochgeht, weil das CO2-Gas sich nicht ausbreiten kann, also viel weniger Volumen sich ausbreiten muss, um das Ganze zu spalten, was wiederum auch nicht so gut ist. Was ich aber auch noch getestet habe, ist diese Shell hier, fast genau gleich aufgegangen, hier die gesamte Länge, aber speziell oben. Und wenn man hier jetzt eben das Ganze wieder abnimmt, sieht man halt eben wieder den Mechanismus, natürlich mit dem Pin. Das Ganze hat wirklich außergewöhnlich gut funktioniert. Die Granate hat mir sogar fast noch ein bisschen besser gefallen, weil es hatte ein sehr dumpfes Geräusch überhaupt. Die beiden waren sehr laut, aber die Soundflash war wirklich um einiges lauter. Das hier war ein eher dumpfer Ton, obwohl die wurde im hohen Gras genutzt. Also mitten im Spiel wurde diese genutzt und hat auch einen Hit gemacht. War sehr glücklich damit. Und mit was ich nicht glücklich war, war diese Granate hier. Die ist nämlich nicht hochgegangen. Wurde dann ein bisschen zum Testen missbraucht. Wir haben mit AEGs drauf geschossen und ich habe sie dann schlussendlich auch mit dem Messer aufgestochen.
eben diese Flashbang Granaten hier haben mich ein bisschen enttäuscht. Die ist nämlich eben nicht hochgegangen. Was aber passiert ist eben, man sieht es hier vielleicht ein bisschen im Volumen, sie hat sich verformt, insbesondere eben oben, aber ist halt eben nicht hochgegangen. Das Gas ist aus. Ich vermute, das Gas ist einfach oben ausgetreten, da es nicht fest genug aufgeschraubt war. Oder weil es nicht dicht war. Ich werde das nächste Mal das nochmal testen, aber das ist eben, das war von dreien, war das eben der Schief, der Blindgänger. Von drei Tests gab es einen Blindgänger, einer von dreien. Aber hier sieht man auch, hier sieht man eben meine zwei CO2-Einheiten und halt eben die getesteten Granaten. Im Großen und Ganzen bin ich von den Thunder-B-Granaten sehr zufrieden, sehr begeistert. Sind auf jeden Fall ein Game-Changer und geben dem Spiel einen ganz neuen Fluss und Entwicklung, was sehr interessant ist. Danke fürs Anschauen, bitte like das Video und abonniert vielleicht den Channel. Halt mir so fest. Kokain, gefüllt mit Kokain.